So Leute, willkommen zurück zu Majora's Mask. Und dieses Mal habe ich jetzt schon mir Verstärkung für den Tempel da oben geholt. Da ich schätze, das wird ganz schön verwirrend, dass ich da wieder Unterstützung brauche. Und deshalb ist sie auch schon eingetroffen. Und hier ist wieder Julian. Moin. Moin. Und wie geht's dir stets? Ja, immer. Ich bin ja auch ordentlich am Gameplay. Ja, ich kenne Zelda jetzt nicht so gut, habe einen kleinen Crashkurs bekommen, aber wir werden, glaube ich, Spaß haben und das jetzt hier eiskalt durchziehen. Ja, das hoffe ich doch mal, ne, dass wir das hier hinbekommen. Ich sehe nur diese drei Schalter und weiß damit nichts anzufangen. Wie wäre es mit ein paar Statuen? Naja, stimmt. Aber hier bringt es halt nichts, wenn man hier diese Schalter runterdrückt. Das haben wir ja auch schon im letzten Part gesehen. Deshalb gehen wir einfach mal erstmal weiter. So, ranziehen. Zack. Wir haben halt diesen Fanghaken, damit können wir Gegner töten, zum Beispiel Fledermäuse, weil die einfach mal durch diese Kette zerfetzt werden, die da dran ist. Beziehungsweise können uns an solche Gegenstände halt ranziehen, das ist eigentlich ganz gut. So, jo. Da bewegt sich schon was, also da müssen wir hier wohl dieses komische Lied spielen. Und ich habe es jetzt schon mal eintrainiert, damit ich das jetzt nicht lernen muss, während das Part ist, sondern damit ich es jetzt schon kann, wie ihr seht. Oh, wunderschön. Elegie des leeren Herzens. Oh mein Gott. Und da kommt wieder diese Statue von uns. So, das ist egal, dass die Statue oder dass der Stein darunter geht. Das hat alles schon seine Richtigkeit. So, wie wir weiterkommen. Wir müssen uns, glaube ich, mal hier draufziehen. Zack. Und jetzt müssen wir irgendwie hier oben weiterkommen. Ah! Da. Schön. Und da oben. Können wir uns ranziehen. Jetzt kriege ich das natürlich mit dem Mother-Lock-Stick wieder nicht hin. Gott, nee. Und zack. So. Da müssen wir jetzt erstmal den Schalter runterdrücken. Und wie ihr seht, jetzt bewegt sich dieser Klotz hier. Also von daher ist das schon richtig gewesen, dass wir diesen Schalter jetzt schon runtergedrückt haben, dass sich jetzt beide Klötze bewegen. Julian ist gerade weg, glaube ich, aber das ist nicht so schlimm. Nein, ich bin da. Achso, alles klar. Ich bin immer da. Ich musste nur gerade eine Frage bezüglich Nudeln klären. Cool, sehr spannend. Ja, sowas ist Alltag. Alltag, genau. Scheiße, jetzt hab ich... Nein! Oh, scheiße, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, so Leute. Jetzt hab Und ich mich verwandelt. Och, Mann, oh! Komm zurück, du Spastenblock, ey. Pepsi! Oh, scheiße. Zack. Er mag dich nicht. Dann machen wir halt uns zu Fett Ramos. Werden wir uns hier raufstellen. Und dann wird uns dieser Block wieder auf dieselbe Stelle begleiten, hoffe ich doch mal. So. Liedchen spielen. Das ist ein bisschen nervig hier an dieser Stelle, weil man dieses Lied andauernd spielen muss, wie ihr seht. Bisschen doof, aber da sollten wir eigentlich schon durchkommen. Jetzt kommt hier als Corona auch so eine Statue. Haben wir ja, glaube ich, schon alle verschiedenen Statuen gesehen, oder? Ich schon. Ah ja, du schon. Ja. Ich hatte einen Private Crash Course. Oh yeah. Und ich weiß, dass die Maske böse ist. Ja, ich bin. Naja, die Maske böse ist. Naja, das ist schon Unterstützung genug. Ja, das ist Unterstützung genug. Man sieht, er unterstützt mich einfach nur mentalisch und das reicht schon. Deshalb brauche ich hier einfach einen Kollegen, der uns hier begleitet. Und dann. So, dieser Zyklop regt mich irgendwie auf, aber ich werde ihn jetzt einfach eiskalt ignorieren. Dann wird er weiterhin keine Freunde haben. Zack. Laserfaser. Der Laserfaser Tower, genau. I'm firing my laser! Macht er immer. So, Zora-Schuppen. Zack. Das ist zum Alien, ich hab Angst. Dachte ich am Anfang damals, dass es so ein Alien ist, aber. Der sieht so ein bisschen aus wie die von Avatar. Wenn er blau wäre, dann würde das schon fast übereinstimmen, stimmt. Da, 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 da. Hat er da einen Fisch in der Hand? Das ist das Gerüpp eines Fisches. Warum auch immer, der ist Gitarrist. Und wir haben halt in der dritten Welt den befreien müssen. Und in dem Spiel geht es halt darum, dass man auch ein Lied hat, womit man Leute von Flüchen befreien kann, die dann der Geist dieses Types in einer Seele zurückbleiben. Und diese Seele ist halt von diesem Zora in dieser Maske zurückgeblieben. Von daher können wir uns immer in diesen Typen verwandeln. Also können wir auch Gitarre spielen. Gehen die Fähigkeiten. Bockt ja, ey. Können wir uns im Wasser ganz schnell voran bewegen, unter Wasser atmen
und Laufen und also so eine Scherze. So, hier sind wieder drei unnötige Schalter, wie ihr seht. Von daher ignorieren wir die mal wieder eiskalt und ziehen uns mal weiter ran. So, jetzt muss ich... Sehe ich auch so. Ich hoffe, dass der Analogstick mal wieder hier mitspielt. Und wir ziehen uns durch den Felsen durch und kriegen keinen Schaden. Yeah. Das ist einfach geil. Passiert da irgendwas noch? Scheint nicht. Hä? Wo muss ich denn jetzt längs? Verwirrung. Also hier, da. Das ist echt verwirrend, wenn man das... Hä? Kommt man hier nicht hoch? Geradeaus durch da, jetzt der, die Stelle, keine Ahnung. Ja, da habe ich eigentlich jetzt auch gedacht. Leute, gucken wir mal mit dem Auge der Wahrheit. Ich weiß es ja nicht. Das Auge der Wahrheit dient halt dazu, dass man unsichtbare Gegenstände sehen kann. Aber auch hier hilft es uns nicht weiter. Scheiße. Das Auge der Wahrheit lügt. Nicht. Okay, dann eben nicht. Es lügt nicht. Aber alles das lügt, macht es halt für uns sichtbar im Prinzip. Was ist denn da? Müssen wir da nicht... Nee. Ach, da sind die Zombies! Ich wundere mich schon die ganze Zeit, wo dieses... ich habe keine Freunde herkommt. Oh Mann, das höre ich nicht. Ach ja, stimmt. Das Skype kann man ja das wieder nicht hören. Naja, vielleicht können wir hier einfach rüberspringen mit einem Ultra-Hopser. So wird es wahrscheinlich auch sein. Hä? Nee, scheiße. Fail! Ja, das ist scheiße, wenn man sich hier nicht mehr auskennt, ne? Dann... Hä? Hä? Aua? Kriegen wir überhaupt Schaden? Warte mal. Gibi. Ja, wir kriegen Schaden, okay. Ja, kurz austesten. Ja, Link muss wieder drunter leiden. Hä, wie kommt man denn da jetzt rüber? Was ist das für eine Rolle? Ich hätte ja gedacht, ganz gerade rüber. Aber ich weiß nicht, ob ich das abschätzen kann, da. Aua. Wie meinst du? Aua. Hier aus rüber, oder was? Hier von hier oben drüber und dann darüber springen, oder? Ach, das ist Sinn. Jetzt dreh dich mal. Nee. Da lang. Ja, da habe ich ja auch gedacht, so habe ich es ja auch schon versucht, aber es funktioniert ja leider nicht. Wo greifen diese Enterhaken überall hin? An bestimmten Stellen, so wie da, wo so ein Kreis ist, immer meistens. Zum Beispiel hier. Also an normalen Wänden kann er sich nicht festhalten. Nein, das wäre ja zu einfach. Zum Beispiel hier würde er einfach abprallen. Oder hier würde er abprallen. Und die Säule rechts von dir, wo die ganzen Felsen runter waren, ist zu weit weg, ne? Und ja, zu hoch vor allem. Nee, das funktioniert. Wow. Tja, seht ihr? Hey, ich war so ein Pro, ich bin, die habe ich die ganze Zeit gesehen. Tja, deshalb brauche ich Unterstützung bei so einem Scheiß. Was meint ihr, warum ich hier Unterstützung bestellt habe? Da. So, wie komme ich jetzt weiter? Moment. Erstmal gehen wir hier rauf. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es aussieht wie so ein Marienkäferkopf. Irgendwie ganz komisch. Das ist ein Affe. Oder ein Affe. Moment, da können wir uns doch schließlich drüber ziehen, oder? Moment. Jawohl. Kopf einziehen. Moment. Oh Mann. Jetzt. Das will uns doch gänzlich verarschen, oh mein Gott. Wir haben es geschafft, Leute. Wir sind ganz oben. Endlich. So, aktivieren wir erstmal die Eulenstatue. Da können wir uns jetzt jederzeit wieder zurück teleportieren. Oh mein Gott. Wow. Das ist gut. Dann müssen wir die ganze Scheiße nicht nochmal machen. Jo, hast recht. Du hast die Fee eingefangen, geil. Jetzt können wir einmal verrecken und wir kriegen wieder volles Leben. Aber ich glaube, so dazu wird das gar nicht kommen, ne? So, Ocarina of Time, wir brauchen dich. Und so wie das aussieht, ist das ein Eingang eines Tempels. Richtig, das ist auch der Eingang hier des Tempels. So, hier müssen wir jetzt einfach nur die ganzen Schalter einmal aktivieren. Ja. Als Deku, bleibt er aktiviert oder nicht? Nein, tut er nicht. Deku ist einfach zu einfach, deshalb scheiß auf die Maske. Das ist einfach nur sinnlos. So, nochmal runterdrücken. So, dann gucken wir halt den Block nochmal zu, wie er sich bewegt. Hui. So. Jetzt spielen wir wieder die Elegie des leeren Herzens. Wow. Und damit bleibt dann wieder die Statue drauf und damit bleibt der Kasten da vorne stehen, so wie wir es haben wollen. Ey! Achso, weil wir die Statue jetzt, die andere da, die vorher auf einen anderen Schalter stand, wegbewegt haben, sind, müssen wir dem auch nochmal zugucken. Was war das denn? Irgendein Schalter, den wir, wozu wir aber später drauf zukommen werden. Rombo!
Oh ja, ich nenne sie immer gerne Rammus-Maske. Auch wenn wir jetzt ein Grone sind. Trotzdem ist es, jetzt wissen wir, wo Riot die Idee von Rammus her hat. Also jetzt von den Gotham Legends, ganz ehrlich. Da hat irgendjemand dieses Spiel gezockt und dachte sich, lass mal so ein Champion machen, das finde ich cool. Dann, warum machen sie denn nicht gleich einen Link-Champion, hä? So einen mit Schwert und Kommt Schild. Noch. Ja, hoffe ich doch mal. Der kommt doch jetzt in weiblicher Form, um mal über die neuesten LOL-News zu quatschen. Stimmt. Die wird bestimmt cool. Und, ja, schauen wir mal, wie sich das alles ergeben wird. Jetzt werden wir auf jeden Fall erstmal den letzten so da stehen lassen bleiben tun sein. Ich finde, ich liebe diese Form. Wenn man nicht weiß, wie die grammatikalische Form richtig ist, dann sagt man das eben so. Dann wird das schon irgendwann richtig sein. Das ist schon irgendwo die richtige Form mit bei. So, dann packen wir mal die Zora-Maske weg. Und Leute, jetzt kommen wir zum Tempel. Uhaha. Hallo, Affe. Und wo ist der? Achso, der Affe, den meinst du. Den Affen. Ja, für mich ist das ein Affe. So. Der Albtraum kommt, Leute. Ich kenne mich hier null aus. Null. Oh oh. Felsenturm-Tempel. Oh. Voila. Warum ist denn hier alles so verdreht? Ja, das Stichwort drehen ist ja angesagt. Hier muss man den Tempel nämlich irgendwann insgesamt einmal komplett umdrehen. Das bedeutet, man muss den Tempel vom Prinzip her zweimal machen. Sag mal, stopp mal. So, Moment. Mann. Sag, Ziel tschüss. Muss gelernt sein. Zack! Was macht die Kabelmine da? Na, willst du auch sterben oder explodierst du irgendwann auch von alleine? Ne, der kommt hier hoch. Moment. Aua. Scheiße. Normalerweise kann man es abblocken, aber naja. So, werde ich sie treffen oder nicht? Ja, ich habe sie getroffen. Geil. So, dann schauen wir uns erstmal gleich ein bisschen um. Ah, das Auge. Das hatte ich noch irgendwo in Erinnerung. Ja, treffen muss gelehrt sein. Tja. Das ist immer ein bisschen doof. Jetzt. Juhu. Und was erscheint? Eine Truhe. Was wird da drin sein? Keine Ahnung. Ich kenne mich nicht aus. Werden wir reinschauen. No. Also so wie die Truhe vom Ding. Ey! Und Baba. Jetzt sollen wir wieder nach oben gehen. Ja, das Ding ist nämlich, da habe ich eine Entschuldigung für. Mein Analogstick bleibt nämlich, wenn ich an eine bestimmte Position zu der reinklemme, bleibt auf einmal so stehen. Jo. Dann kann ich euch alles nochmal zeigen. Jetzt eben gerade habe ich es extra gemacht, aber naja. So. Jetzt versuche ich nochmal rüber zu kommen. Ja, ich weiß. So. Nochmal ganz vorsichtig, bevor. Jetzt wird das schon wieder stecken, Alter! Genau an die, in die Richtung, ohne Scheiß. Sind nur meine mentalen Kräfte. Hör auf damit! Moment. Dann hole ich ihm den Enterhaken. Nein. Doch. Ich werde jetzt den Enterhaken eiskalt rausholen. Damit es erst gar nicht in die Richtung kommt. Nein, komm. Auf mit der Scheiße. So. Jetzt haben wir es dann irgendwann mal auch geschafft. Ja, nur weil ich nicht dran gedacht habe. Eine vierte Fee! Geil, das ist Nummer 1. So, dann schauen wir hier unten noch mal kurz rein. Ob sich hier irgendwo was befindet. Zack. Ohne Fee. Wahnsinn. Komm mal mit. Da, 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 da. Und da haben wir auch schon eine Sonne gesehen. Wie ihr wisst, wir können ja mit dem Spiegelschild Licht reflektieren, aber momentan gibt es hier gar kein Licht zu reflektieren. Von daher können wir uns erstmal. Kann die uns egal sein, diese Sonne. Und hier haben wir jetzt zwei Tore. Na toll. Ich hasse Entscheidungen. Eins, zwei, oder? Zwei. Ja. So, jetzt sind die ganzen Gegner wieder da. Genau das wollte ich bewirken, damit das hier ein Tick schwieriger wird, weil ich ja so Pro bin und das hier alles zu einfach ist. Siehst du rennst gegen Säulen. Mhm. So. Ach, die Stelle ist das. Ja, die kann ich mir auch noch so ein bisschen erinnern. Ah, tach. Einige Stellen habe geblockt. Ich halt noch, kann ich mir nicht halt noch so dran erinnern. Hä? Passiert jetzt gar nichts? Nein. Aha. Nö, scheint so. Da holen wir mal unsere Bombenmaske raus und werden das hier mal zerfleddern. Bam! Okay. Ja, wir haben nämlich eine Bombenmaske. Die können da wir hängt alle... eine Truhe an der Decke. Ja, wie ich schon erzählt hatte, man kann ja den Turm drehen.
den Tempel. Ach ja, richtig. Und dann kommt man irgendwann daran, aber das führt richtig für Verwirrung. Wenn man den Turm erstmal gedreht hat und sich schon so nicht auskennt und das alles so hinkriegen muss. Na egal. Werden wir irgendwie schon meistern. So. Sehe ich auch so. Da war jetzt irgendwie nichts. Oh ne, nicht schon wieder so. Ein Glück bleibt die Kiste. Die Kiste bleibt aber ein Glück heil. Du rennst unter der Kiste. So, komm mal her, Fetti. Skiboom. Skibbe. Skibbe. Holen wir nochmal die andere Kiste und packen die auch gleich da nochmal rauf. Und dann schauen wir mal, was passiert. Leute, mir fällt gerade ein, wie lange läuft der Part eigentlich schon? Ich schätze, wir machen hier mal Pause und machen dann im nächsten Part weiter. Also bis dann, ciao! Ciao!